heute schon mit einem roten Bus gefahren und wisst ihr, was das Genialste ist? Guten Morgen. Ja, wir stehen jetzt am Flughafen hier in Köln und jetzt gleich geht es mit Ryanair nach London und sind nur noch ein paar Minuten und dann hüpfen wir schon ab in die Maschine. Ja, wir sind jetzt angekommen, sind aber schon seit ein paar Stunden hier. Ja. Die Sonne scheint jetzt. Am Anfang, wo wir heute Morgen um 8 Uhr gelandet waren, war es echt kalt, 15 Grad. Wir dachten, ach ja, es wird ja 30 Grad, aber wir sind es gar nicht mehr gewohnt, ja. Weil in Asien ist es einfach immer warm und hier ist es ja so ein bisschen anders. Ja, ist echt kurios. Ja, ja. Und ich bin hundemüde, wir haben echt zu wenig geschlafen, weil wir sind heute Morgen um 10 vor 3 aufgestanden. Das war echt sehr früh mal wieder. Und ja, gestern spät gepackt. So sieht es aus. Jetzt gleich geht's ab in den Bus und wir fahren circa 1,5 Stunden. Danach müssen wir noch einmal umsteigen und dann kommen wir bei unserer Unterkunft an. Genau, deswegen sitzen wir nämlich jetzt auch noch hier, weil wir halt noch nicht einchecken können. Genau. Aber hier gibt es freies Internet und wir haben am Anfang, oder wir sind auch mit einer Mitreisenden von uns geflogen. Sie hat uns nämlich angesprochen und war super nett auf jeden Fall. Ja, deswegen, wenn du das Video siehst, ist auch noch eine gute Reise. Ja. Du bist jetzt auch ein bisschen länger unterwegs. Später, denn wir sind halt mit dem Bus hier hingefahren, aber Daniel war irgendwie mega schlecht. Ja, also, richtig heftig. Der hat jetzt erstmal hier ein paar Stunden geschlafen und aber wir haben eine total coole Airbnb gefunden. Mhm. Auch sehr nett, die Besitzer. Ja, das hier ist unser Zimmer jetzt. Guck mal, voll geil. New York. Ja, steht, glaube ich, London. Oben, oder? Ne, stimmt, oben drauf steht es da. Ja, New York in London mit kleinem Schrank, Spiegel und Stuhl, und das war es eigentlich auch, und aber mega ausreichend und sauber, sehr sauber sogar. Genau, dann haben wir noch ein Gemeinschaftsbad und eine Gemeinschaftsküche. Ja. Wir teilen uns das Bad mit noch einem Pärchen. Ja, auf jeden Fall sehr schön hier. War halt jetzt gerade kein guter Start. Nee, aber jetzt geht's wieder. Aber jetzt. Aber halt zu wenig Schlaf wahrscheinlich. Und beim Busfahren habe ich aufs Handy geguckt, da musste ich was schreiben. Da ist mir echt so nicht gut bei geworden. Aber jetzt geht's. Wir sind heute schon mit einem roten Bus gefahren und wisst ihr, was das Genialste ist? Wir hatten halt diese Oyster-Karte noch nicht, damit kann man halt Bahn und Bus fahren. Und da konnte man aber eigentlich nur mit dieser Karte bezahlen, hat der Busfahrer uns so durchgelassen, konnten umsonst fahren. Mega nett. Allgemein muss man aber auch sagen, dass alle Menschen bis jetzt wirklich sehr, sehr nett waren. Nicht nur der Busfahrer, sondern auch der andere Busfahrer, den wir noch hatten. Und die Leute, wo wir Tickets gekauft haben für die Busse am Flughafen, Leute, wir haben eine SIM-Karte gekauft. Die hat übrigens 20 Pfund gekostet, also 22, 23 Euro ungefähr für 10 GB Daten und auch Telefonguthaben.
ist nicht gerade so günstig, aber ja, da merkt man, man ist nicht mal in Asien unterwegs. Auch das Wasser zum Beispiel war am Flughafen mit 2 Flaschen Wasser, 3,40, relativ teuer. Ja, okay, deswegen, am Flughafen ist es immer teuer. Wasser. Ja, genau, ja, meist in Malaysia geht zum Beispiel. Aber ja, deswegen gehen wir jetzt erstmal zum Supermarkt und gucken, wie da so die Preise sind. Wir sind ja gerade im Tesco und hier finden wir schon wieder ganz viele coole Lebensmittel für uns, vor allen Dingen auch hier Kokosnussjoghurt und Milch, hier sowas, ganz coole Sachen. Das ist eine riesen Auswahl. Oatly auch. Ja. Aber auch aus Deutschland. Ah, hier. Reißiger Packung. Mega. Ja, wir sind wieder zurück vom Einkaufen und der Tesco ist hier echt Hammer. Also der Tesco ist ja zum Beispiel auch bekannt aus anderen Ländern und wir sind auch oft das da, wenn wir in Thailand sind, auf Koh Samui. Aber hier ist das mal richtig, richtig heftig wirklich, was es alles an Nahrungsmitteln gibt. Aber auch speziell wieder für uns, für pflanzlich sich Ernährende, für Veganer, Vegetarier. Wo das ist richtig krass, das ist noch viel heftiger als in Deutschland. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und ja, wir zeigen euch noch kurz, wie es hier sonst noch aussieht in der Unterkunft. Und ja, geht jetzt mal zum Bad. Ja, das war das Bad und bei uns geht es jetzt erstmal ab an den Küchentisch, was essen. Und hier ist auf jeden Fall auch richtig viel Platz. Das ist alles geteilt hier. Also man wohnt wirklich mit den Bewohnern oder Bewohner mit den Besitzern hier zusammen und halt auch mit anderen Leuten, die sich hier einquartiert haben, so wie wir über Airbnb. Und ja, ist auf jeden Fall sehr modern, muss man auch sagen. Hier die Küchenzeile, die ist wirklich schön. Oder hier vorne auch der ganze Bereich mit dem großen Kühlschrank. Und hier darf man halt auch alles benutzen. Ja, ist echt sehr schön, muss man sagen. Jo, gut gestärkt sind wir zurück ins Zimmer. Der Abend, der klingt jetzt noch aus und war auf jeden Fall ein guter Start, bis auf meine Übelkeit. London gefällt uns jetzt vom ersten Eindruck schon sehr gut, auch wenn wir halt noch nicht direkt in der Stadt drin waren. Aber ja, die Menschen sind wirklich sehr nett gewesen. Das Essen sehr gut, im Supermarkt auf jeden Fall schon mal. Und ja, sind wir gespannt, wie es morgen weitergeht. In diesem Sinne, wir freuen uns über jeden Kommentar, Daumen hoch und sagen wir bis morgen. Ja, bis morgen. Ciao. Ciao. Wir sind jetzt gerade von der Oxford Street über die Regent Street zur Carnaby Street gelaufen und die Oxford Street hat uns ein bisschen überfordert, weil vor allem nach dem Park von der Ruhe genau, da, total in den Trubel.